Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Ja, Workshop gerade zur gewaltfreien Kommunikation. Das war eine gute Vorlage für den. Für den Workshop hier, weil es jetzt hier darum geht, dass ich mit euch den Raum öffnen möchte, dass wir uns kennenlernen. So wie wir sind, mit unseren Gefühlen, mit allem, was wir mitbringen, auf der Herzensebene. Das heißt, ich möchte mit euch im Sinne der Kreiskultur einen Raum schaffen, wo jeder von uns den Raum bekommt, sich zu zeigen und das da sein zu lassen, was gerade da ist und was ihn hier näher bringt. Das heißt, wir machen jetzt gleich einen richtigen, dass jeder in der ersten Reihe sitzt. Wir machen gleich einen Kreis, wo auch möglichst keine Lücken sind. Und dann wird jeder von, also jeder hat die Chance, das muss natürlich auch keiner, aber ich wünsche mir, ich lade euch ein dazu, dass jeder sich einmal vorstellt. Ich habe mir so ein paar Anregungen gedacht, dass jeder sagt einmal, wie er heißt und dann so kurz Check-in, wie geht's mir, was für Gefühle habe ich gerade, auch wirklich mal reinspüren. Was ist gerade in mir los? Wie fühlt sich mein Körper an? Dann, warum bin ich hier? Das finde ich auch eine ganz, ganz schöne Frage. Und dabei lassen wir jetzt erstmal, wir gucken mal, ob wir einmal durchkommen oder zweimal. Drei Sachen. Namen, Check-in, wie geht's mir? Und warum bin ich hier? Genau. Dann ist wichtig, dass wir wirklich ins Fühlen kommen. Das heißt, wir werden auch mit einer Stille anfangen, dass wir einfach mal alle zusammen schweigen. Und auch wenn wir das jetzt hier, diesen kleinen Anschmeichler weitergeben, wenn du den bekommst, dass du dann erstmal kurz wirklich drei tiefe Atemzüge nimmst und mal fühlst. Einfach mal in Ruhe bist und nicht direkt loslebst, sondern erstmal schaust, was ist denn gerade wirklich da und was möchte denn gebackt werden und was vielleicht auch nicht. Das ist ganz wichtig. Gemeinschaftsbildung heißt es, weil ich die Methode nach Scott Peck, der hat auch so ein tolles Buch geschrieben. Genau, das verkaufe ich. Ich habe einen Stand drüben, da kann man das kaufen bei den Fresseln. Da beschreibt er die Phasen der Gemeinschaftsbildung, worauf es zu achten ist und von seinen Erfahrungen von Gemeinschaften, die er besucht hat und von denen er gehört hat, da beschreibt er, wie sich Gemeinschaft gebildet. Und das ist so der Kreiskultur, also ein Herzkreis zum Beispiel, ist eine Methode der Gemeinschaftsbildung. Und wenn wir jetzt uns wöchentlich hier immer wieder sehen würden, dann würden sich daraus waffenmäßige Sachen entwickeln können, Konflikte aufkommen können, weil jeder von uns sehr unterschiedlich ist. Und das Ziel ist dabei, dass wir die Unterschiede sichtbar machen. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sein müssen, sondern dass wir unterschiedlich sein dürfen und das annehmen, so wie wir sind. Dass wir einfach so sein dürfen, wie wir sind. Da bringt es die Raum. Und ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Habt ihr Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Warte, wir sagen die zwar auf, wie wir hier sind. Und du sagst uns auch, warum du hier bist? Ja, gerne. Ja, ich fange dann einfach an. Aber zuerst möchte ich, dass wir alle wirklich irgendwie in einen Kreis passen. Genau, ich werde zum Anfang einmal die Zimbeln hier läuten und dann schweigen wir zusammen und dann läute ich wieder aus und dann fange ich einfach an. Genau, und ich möchte euch auch wirklich einladen. Scott Peck hat so ein paar Kommunikationsempfehlungen aufgelistet. Ich habe drei wichtige für mich mitgebracht und lege sie jetzt hier nochmal in die Mitte. Das erste ist das, worum ich kaum spreche. Also ich spreche von mir und meinen Gefühlen und bin bei mir. Egal was im Außen ist, ich bleib bei mir. Wenn mir was nicht gefällt, so welche Störung wie aufstellen, ob jemand, der sich komisch verhält oder was. Was mich stört, muss er bei mir bleiben. Dann bringe ich das innerhalb der Gruppe aus, um nicht irgendwo da draußen ein Zweiergespräch. So kommt es dann zu Missverständnissen, so kommt in der Gemeinschaft dann, die zusammenlebt, kommen Konflikte auf und werden halt nicht konstruktiv bearbeitet. Und wenn wir in der Gruppe den Raum uns nehmen und das da sein lassen, auch erstmal den Mut haben zu sagen, was uns stört, dann hat das die Chance zu verändern. Als Gruppe haben wir relativ viel Energie, die wir nutzen können. Und das auch nicht egal. Genau, und das dritte ist, geh ein Risiko ein. Also trau dich du zu sein. Hast du mich, möchte ich euch einladen. Ich leg dir jetzt mal hier in die Mitte. Okay.
Dann läutet jetzt einmal, dann machen wir Stille und dann läutet ich wieder aus. Ja. Mein Name ist Alina und ich bin super aufgeregt, weil ich überhaupt nicht gerne von Menschen spreche, und, aber ich sehe jetzt gerne dieses Thema einfach sichtbar machen wollte und auch den Raum dafür öffnen wollte, dass wir uns auf meiner Herzensebene kennenlernen. Kann auch noch kurz was zu mir. Ich habe ewig nach Gemeinschaften gesucht und bin jetzt mit einem halben Jahr in Portugal und mache da auch aktiv dann Gemeinschaftsbildung in unserer Gemeinschaft. Deshalb, ich habe es auch schon mal von Mutter das gemacht. Und ich bin hier genau, weil ich den Raum öffnen möchte und die Bildung schaffen möchte, die Verbindung schaffen möchte zwischen Menschen. Ja, ich trage den Namen Patrick, von seinem Menschen Herz und nach starken Sehnsucht, nach Ausgleich und Ganzheitlichkeit. Lebe das auch schon in Gemeinschaft, zusammen mit Baden, UF5s, Blitzberg, Welt. Und bin jetzt hier auch das erste Mal im Praxistherapeut. Ich bin einfach positiv überrascht, wie viele Menschen gleichwürdig wiederfinde und so. Und bin jetzt hier im Workshop, um einfach auch herauszufinden, wie man mit Krisen umgeht, wie ich mit meinem Wort riesig hier und woraus reinkommt. So, wie gesagt, dann ist ja auch nicht zu sehen, so als immer. Danke für eure Offenheit. Ich bin ganz dankbar dafür. Ich habe jetzt einmal rausgehört, weil einige nur Seelsorge Gemeinschaft und andere, die schon in Gemeinschaft leben. Da wäre für mich die Frage, wollt ihr euch ein bisschen vernetzen oder wollen die, deren Gemeinschaft gesucht werden kann, diesmal melden, damit dann die anderen darauf mit dann zugehen können? In Vernetzung wurde ganz wunderbare Wache, die aber nicht dafür. Wer wohnt dann in der Gemeinschaft? Und ja, wer lebt es auch? Ja, genau. Du fängst Gemeinschaft an und ich spreche zwei. Ja, genau. Na dann. Gut, was ist Leben? Das heißt doch nicht unbedingt zusammen wohnen. Du weißt ja nicht so auf andere. Ja. Ja. Das ist also eine Frage der Perspektive. Wer möchte denn, wer bietet sich, wer kann denn besucht werden? Als Wohnprojekt, Gemeinschaft, zusammenleben. Und dann können sich alle, die Interesse haben, ja jetzt vielleicht die Gesichter merken und uns nachher ansprechen. Bei uns, das ist mein Projekt, da hängt auch vorne bei dem schwarzen Brett, was kann. Könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Da gibt es ein schwarzes Brett für Austausch. Okay. Okay. Beim Eingang super. Direkt links auf der einen Seite. Da ist ein schwarzes Brett, genau. Und auf der anderen Seite höre ich den Wunsch, dass wir ein bisschen schauen, wie wir Konflikte in einer Gemeinschaft lernen und wie wir als Gemeinschaft zusammenwachsen können. Und halt nicht wieder. Also ich hab viele Gemeinschaften besucht und da habe ich immer wieder gesehen, dass entweder rennen die Leute sich, obwohl sie total motiviert waren, oder sie leben halt nebeneinander her und gelten es wirklich für Begegnung. Und ich wollte schon ewig dieses, das Buch von Scott Peck lesen, habe es dann letztes Jahr unterwegs in Spanien geschafft. Und bei ihm ist es so, wie ihr vielleicht jetzt auch schon gemerkt habt, es geht darum, in der Gemeinschaft, seiner Ansicht nach, sind alle gleichwertig. Also es gibt keine Leitung. Alle haben den gleichen Raum, den gleichen Wert. Uns vereinen dann die Bedürfnisse, die wir haben und die gesehen werden wollen. Und wir brauchen aber dafür Räume, die es schaffen, dass jeder sich gesehen fühlt. Und dazu, also ich hatte tatsächlich den Workshop ursprünglich auf 10 bis 15 Teilnehmer begrenzt, damit wir da mehr Dynamik reinkriegen. Aber ich bin jetzt auch kein Freund von langen Runden, die dann kein Ende finden und dann nichts entsteht. Ich wollte jetzt aber auch niemanden wegschicken. Ja. Und ursprünglich, also das Perfekt macht das so, dass der richtige Teilnehmer am Anfang mit oder Leute, die in Gemeinschaft wohnen, die Hotel dazu auf, wenn sie wirklich in sich reinhören, was ist gerade dran, will ich gerade, also will ich wirklich was sagen oder ist das irgendwie eine Fassade, die ich erhalten will, und ruft dazu auf, dass wir uns wirklich trauen, uns zu zeigen. Und wenn wir. Da finde ich die Grundlage der gewaltfreien Kommunikation, dass wir auf der Bedürfnisebene bleiben, sondern auf der Gefühlsebene. Wenn ich dann
gelernt habe, so auf mein Gegenüber zu hören. Völlig egal, was er sagt. Auch wenn er sagt, du hast ja schon wieder das, dann kann ich da irgendwann mit ganz viel Training und vielleicht auch Trauma-Integration und Heilung und was auch immer und Übung und Unterstützung. Auch manchmal kann ich dann sagen, ah, da ist ein Bedürfnis. Ich muss es nicht persönlich nehmen, es ist einfach ein Bedürfnis von irgendwas, da gebildet werden möchte. Und wenn ich dann so auf das Bedürfnis antworte, dann ist da gar keine Spannung mehr. Und wenn ich das dann in der, also Facebook Pack ist in der Runde als Gemeinschaft, kommen wir regelmäßig zusammen. Jeder nimmt sich den Raum, den er jetzt braucht. Man muss auch nicht, es geht aber darum, präsent zu sein und wirklich allen zuzuhören, weil auch zuhören im Sinne von präsent sein ist und zum Frieden beiträgt. Und auch aktiv diese Pause zu haben. Also wirklich nach jedem Beitrag, angenommen ich sage jetzt, vielleicht nicht ganz gewaltfrei, ey, dein Verhalten stört mich total und nervt mich, ja, weil ich das nicht anders kann. Und dann ist aber fünf Atemzüge wirklich Pause. Dann kann das erstmal im Raum stehen und der andere muss auch gar nicht direkt reagieren, vielleicht sagt auch niemand anderes noch dazu. Erstmal dieses Dasein lassen, Akzeptanz. Und im besten Fall lässt mich das nicht mehr. Das ist so für mich, was ich da aufgezogen. Was denkt ihr dazu? Und jemand hat das ja angesprochen, du warst es, ne? Wie du Konflikte zwischen Fancy und Falsch. Ja, das ist ja natürlich vom Ansatz her richtig, aber der Praxis schwierig dann, ja. Weil, wenn ich die Interessen noch beide, ja, innerhalb einer Gemeinschaft, dann auf einmal die Schnittpunkte weniger werden. Man vielleicht noch vor einem halben Jahr gehabt hat, dann stellt sich halt die Frage, dann löst man die Gemeinschaft auf oder löst sich von selbst auf? Oder kann man die Schnittpunkte wieder erhöhen? Oder ist das ja auch so die Dynamik, die da eigentlich entsteht? Jetzt auch allgemein ist doch mal bei dir gesagt, das war. Verstehe ich total, ja. Ich glaube, da gibt es auch wieder viel um. Ja, dieses gemeinsame Ziel zu haben, ne? Und dass wir gegenseitig wertvoll füreinander sind und da zusammen zu einem Ziel arbeiten, mit Papieren. Schön klappt. Du kannst auch so stehen lassen, lassen. Oh, dann doch. Ja, ich hatte eher einen Gedanken dazu, genau. Also an sich, für mich ist der Kreislauf auch beendet, das ist halt die Methode von Scott Peck. Das würde dann in der wöchentlichen Gemeinschaft einfach dynamisch hin und her gehen. Das muss nicht im Kreis, das ist halt einfacher bei 10 Leuten, dass man frei umgeht. Sonst ist es halt so, es ist Stille und jeder, also wenn ich jetzt will, irgendwas zu reden, dann rede ich. Und danach ist wieder Stille. Und dann ist der nächste Sam. Ruby Kurby Start, den Fall. Ja. Ich habe dazu tatsächlich eine praktische Frage gefunden. Und das geht vielleicht an die Leute, die jetzt schon wirklich aktiv sind, manche Probleme. Wie will er wirklich determinieren, ist der Fröstlich? Weil ich finde, was ein Mensch möchte, Gemeinschaft leben, aber ich möchte auch größtmögliche Freiheit für jeden. Und wenn mir da bin, dann macht das zu welchen Terminen zu gehen, wenn ich das auch sagen kann. Und das würde mich einfach interessieren, weil ich glaube, dass dieser Prozess ganz wichtig ist. Ich möchte aber nicht, wenn ich jetzt in einer solchen Gemeinschaft bin, anordnen, so jetzt müssen wir aber klar immer da sein. Das ist für mich schon wieder Zwang. Deswegen. Ja, würde ich einfach gerne mal aus der Praxis wissen, wie ihr das sendet. Ja, ich finde es sehr wichtig, das Commitment zu erstellen, was die Leute sich schon selber committen, natürlich keins zu zwingen. Man muss natürlich gucken, was will man mit der Gemeinschaft erreichen. Ne? Will man einfach nur am niedrigsten Nenner zusammenleben, dann kann man alles frei machen. Aber will man als Gemeinschaft wirklich zusammenwachsen, in die Kraft kommen, was erreichen, dann braucht es ein Commitment. Weil es wird schwierig, man wird getriggert werden, die Schutzstrukturen werden einen definitiv bewegen, wegzugehen. Und da ist es schon wichtig, gewisse Commitments und eine gewisse Vision sich zu, das zu vereinbaren, weil ich bin mir sicher, sonst klappt es nicht und es sind nicht Leute laufen weg. Das ist, man könnte das negativ als Zwang betrachten, aber ich finde, eher zu sagen, wir wollen so ein Commitment leben und wir wollen wirklich Gemeinschaft leben und es jedem freizulassen, ob er mitgeht oder nicht, ist für mich kein Zwang, sondern gibt jedem die Ermächtigung, sich zu entscheiden, auch wenn es ein bisschen Druck auslöst, aber ein bisschen Druck ist leider in unserer Welt nötig. So geheiligt sind wir im Moment auch nicht, dass wir nicht Schutzstruktur sind. Mhm. Das ist das, wo ich nicht in die Dörten kriege, ne? Ja. Wir werden eine Teilchengemeinschaft und ich vergleiche das
total gerne mit einer Liebesbeziehung oder einer partnerschaftlichen Beziehung. Also, du möchtest dann gepflegt werden, sich einmal die Woche zu treffen, wie eine Date-Line. Na, also total schön. Ich merke, wenn ich das vergleiche, dann ist einmal die Woche auch gar nicht viel. Und wir leben ganz eng zusammen. Und das braucht es dann auch, dass wir uns einmal die Woche auch austauschen. Und ganz praktisch ist es bei uns eher umgekehrt. Also wir haben auch eine ganz junge Mama dabei. Und wenn die das Kind abends ins Bett bringt, ist die ganz oft echt traurig, wenn sie nicht dabei sein kann. So, weil wir eigentlich alle dabei sein wollen. Das nur so als Praxis. Ich glaube, was wichtig für den Weiter ist, vor allem Geduld zu haben, Geduld für den anderen, Geduld für die Gruppe, sich auch Zeit zu nehmen, aktiv und das Gruppendasein zu fördern. Das muss man sich manchmal in einen Termin sogar einplanen. Ich hätte noch eine Frage, wie groß sind diese Gemeinschaften, von denen ihr jetzt redet? Weil es ist ja auch ein Unterschied, ob ich mit 5 Leuten oder mit 30 Leuten mich nur jetzt höre. Denn wir sind so 20. Wir sind so 14. Du. Dein. Wir sind so zwischen 15 und 20 Erwachsene, schwankt um ein bisschen. Und dann schon bis zu 14 Kinder, aber relativ viele Kinder einfach. Die Zielsetzung ist dann jeweils einfach, ihr wollt zusammen leben und das ist sozusagen das Bestreben oder was? Also eine Gemeinschaft entsteht ja nicht dadurch, dass viele Menschen auf dem Deck sitzen sozusagen, sondern also was, ist das so, verstehe ich das richtig? Oder ich sag mal kurz, nach Perfekt was dazu, also nach Perfekt ist es halt so, dass gerade das, was wir hier machen, zusammenwachsen und uns die Unterschiede wahrnehmen und zeigen und akzeptieren, das ist Gemeinschaftsbildung. So wachsen wir zusammen, so sind wir Gemeinschaft. Dann ist es tatsächlich egal, welche Werte ich jetzt vertrete, wobei je unterschiedlicher die Werte sind, umso herausfordernder will ich auch sein. Im Endeffekt kommt es auf meine offene Haltung an, ob ich dich so annehmen kann, von für Unterschiede zwischen so stehen lassen kann. Ohne dich belehren, beziehen oder was auch immer wollen. Da kommt es ganz viel auf meine eigene Haltung. Und ich für mich. Ich würde sagen, das ist eine Sache. Ich finde, es gibt verschiedene Intentionen, die Gemeinschaft zusammenzukommen und ein Ziel zu haben. Es gibt soziale Gemeinschaften, die einfach ein sicheres, komfortables letztes Leben zusammen wollen. Es gibt intentionale Gemeinschaften, die schon ein konkretes weltliches Ziel wie Ökologie oder sowas sich als Ziel gesetzt haben. Und dann gibt es auch noch visionäre Gemeinschaften. Das sind zum Beispiel Gemeinschaften wie wir, die sich als Aufgabe nehmen, wirklich einen total intensiven Gemeinschaftsprozess zu machen, wo man zu einem intensiven Wir, aber auch kraftvollen Ich wächst, tiefe Innenarbeit macht, bei uns auch mit spiritueller Ausrichtung und ganzheitliche Kraft und integrales Bewusstsein kommt. Also wo man wirklich diese Wir-Prozesse, die Loslösung des Egos in der Transformation erzeugt. Das ist natürlich das die intensivste Form des Wir, verschiedenen Ideen oder Ziele, die man haben kann in Gemeinschaft. Mach Eigenverantwortung. Also ich möchte mal eine Einladung aussprechen. Wenn Sie praktisch Lust haben, ein bisschen Gemeinschaft zu leben, spontan, ohne Regeln. Da drüben am Zaun, wenn man ungefähr 70 Meter weit reingeht, steht so ein beiges Wohnmobil, da steht drauf Kappe. Und wenn ich da bin, ist jeder hier herzlich eingeladen, jederzeit vorbeizukommen. Einschul habt ihr noch, ansonsten bringt euch einen mit. Und Sie können ein bisschen aktiv sein, Gemeinschaft fühlen. Was? Also ich glaube, die Frage nach der Intention oder wie so eine Gemeinschaft funktioniert, ist genauso vielfältig, wie es Gemeinschaften gibt. Das ist, was ich meine. Es ist ein Wachstumsprozess. Hier ganz klar, weil wir von Bedürfnissen nochmal an der Stelle gesprochen haben. Zwei der wichtigsten Grundbedürfnisse Menschen sind eben Zugehörigkeit, aber auch Autarkie. Und da das richtige Maß für sich selber zu finden, aber auch in der jeweiligen Gemeinschaft, in der Gruppe dann zu finden. Das ist ein Thema. Und da ist die Kommunikation ganz wichtig. Und schon GFK, also da gehören ein paar andere Sachen dazu. Und darum diese wöchentlichen Treffen nicht nur als Pflicht zu empfinden, sondern da eben auch zu lernen, zu kommunizieren. Das Problem ist gerade in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft lebt von der Kommunikation. Aber wer hat jeweils mal gelernt, wie man richtig kommuniziert und verständlich kommuniziert und umgänglich auch
kommunizieren. Das haben wir alle nirgendwo gelernt, weder in der Schule, in der Ausbildung oder sonst irgendwo. Es wird dabei erwartet, dass wir es können. Und da findet so ein Prozess statt und dann kann das nämlich auch wachsen, dass man weitergeht. Dass man wirklich mit dem ökologischen Prozess irgendwo anfängt und dann sagt, okay, ich möchte vielleicht auch noch ein bisschen in die esoterische Geschichte da auch halt reingehen, mit der Persönlichkeit mich zu entwickeln, da reinzukommen. Dann kann man wechseln. Also dieses hundertprozentige Eingemeinschaft des Lebens, glaube ich, es funktioniert nicht. Meine Sichtweise, weil wir erwachsen, wir verändern uns. Das Umfeld verändert sich, die Gruppe verändert sich, sind Gruppendynamiken drin, also auch verschiedene Gesetze, die eben funktionieren, weil was dazukommt, was geht. Und von daher ist es, glaube ich, immer ganz wichtig, die Kommunikation noch zu beachten. Auch miteinander. Weil da eine Einladung kam, alles was Netzwerk ist, was Vorstellung von den verschiedenen Gemeinschaften oder sowas ist. Morgen um 10 machen die Vorfahrt nämlich genau dazu. In Kommunikation, Finden von Gemeinschaften, Kooperation, was ist Kommunikation? Ist meine Sichtweise der Schlüssel dazu, weil wenn ich mir so die letzten Jahre so angucke und ich war viel unterwegs, gab sehr oft das Angebot, kannst gerne bei uns mitmachen, ja, obwohl die Ziele ähnliche sind und da komme ich dann zusammen. Und, auch wie finde ich Gemeinschaften? Das ist ein ganz großes, wichtiges Thema. Also wenn ich nicht schon halb in dem Thema drin stecke oder jemanden kenne, dann finde ich ganz selten, wo findest du heute Gemeinschaft, die wo du sagst, ich habe da Interesse im Land. Ja, auch vielleicht Kontakt hat, das ist alles über Kommunikation, nur über Organisationen, Strukturen oder die auch immer. Also da gerne, wer gerne möchte, morgen eine halbe Stunde was dazu, dann kann ich auch was dazu sagen, kann man sich gegenseitig kontakten, ein bisschen netzwerken. Das ist der Hintergrund der Geschichte, weil mit dem Netzwerk lebt auch die Gemeinschaft. Wo ist das um 10 Uhr morgen? Drüben im Vortragszelt. Okay. Und du hältst den Vortrag? Ja. Weil es ein Schlittling. Wir brauchen Schlittling. Bitte gerne. Ich habe noch eine Frage wieder an euch dann. Ich hoffe, also wir sind eine Gemeinschaft, die ist nicht zusammen, aber schon örtlich beieinander und ganz viel auch schon gemeinsam bewegt. Und ich frage mich dann immer wieder, wie kriegen wir es hin? Wir besprechen oft Dinge dann auch in der Gemeinschaft und legen auch solche Sachen fest, wie jetzt wir treffen und so oft oder so. Und wenn dann aber nicht die Eigeninitiative kommt, das sind bei mir immer so die Themen, neigt dann dazu, diese, ich sag jetzt mal, das Tool für die Führungsrolle zu übernehmen. Und das möchte ich eben nicht. Und ich möchte es einfach, dass jeder sich dann auch committet, dann auch das so weiterzumachen, sag ich jetzt mal. Also diese festen Vereinbarungen, die man getroffen hat, dass nicht ich dann diejenige bin, die es anschiebt, so wir müssen uns jetzt mal wieder treffen, weil die haben uns doch schon mal, sondern dass das dann wirklich aus der Differential, wie schafft ihr das? Dass das wirklich für mich. Das ist wirklich ein konkretes von bitte Frage. Ich gehe jetzt mal so rein. Ich bin jetzt davon ausgegangen, es geht hauptsächlich um Wohnungsgemeinschaft. Nee, aber ich habe jetzt trotzdem so, das geht auch weiter. Also in dem Sinne habe ich auch schon eine Gemeinschaft über unsere Leverkonzept. Das wurde in der Unfallgruppe 10 gegeben. Und da sind wir schon immer von Gemeinschaft. Ja. Sagen wir mal so, mit Social Media sind da 77 drin. Regelmäßig treffen alle 14 Tage findet statt. Jeder will. Und manchmal kommt in 20, 25 an anderen Tagen irgendwie nur zwei. Und weil wir jetzt gerade im Interesse ja, man hat als Administrator oder als bei uns halt auch Supervisor schon irgendwo so eine kleine. Ja, Führungsrolle bzw. man kann die Verantwortung oder man kann das Leben und den ganzen Wohnstand der Gemeinschaft fördern und dass das beweglich bleibt und dass das ja nur in der Stagnation wurmt. Ich habe keine Ahnung, wie es fast geht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe das alles vor anderthalb Jahren ungefähr ins Leben gerufen und also zumindest für eine Themengruppe. Und dann kam auch bei mir durch extrem langen Einsatz unser, also sagen wir mal, erstmal Führung oder in das alles zusammen, bin ich natürlich an meine gesundheitlichen Grenzen irgendwann gekommen, war aus. Und da hätte es ja jetzt passieren können, dass es stattfindet, also das wieder, aber es war dann so, durch das Vorfischen, dass ich vor allem in der Zeit die Eule abzugeben. Beziehungsweise nie immer der Chef zu sein, sondern dass ich immer in den Themen was anwarnen, die immer verschieden sind. Habe ich auch immer jemand anders dazu geholt und habe den abgegeben.
Ja, nee, aber. Nee, aber das doch, das ich denke schon, dass du meinst, dass jemand anders dann das übernimmt. Nee, was meinst du denn? Eben nicht übernehmen. Wie sind die Eigenverantwortung? Es geht nicht um die Chef, sondern es geht um. Nein, es geht um die Eigenverantwortung. Aber letztendlich, es muss ja erstmal trotzdem jemand, sag mal, die Lokomotive sein, sonst funktioniert es nur. Oder? Das glaube ich. Ja, das ist der Unterschied. Das ist ein super hohes Ideal und am Ende von so einem Bierprozess entsteht das, was ihr euch wünscht. Aber es ist tatsächlich, so wie jetzt psychologische Stricke, eine Utopie, dass es am Anfang von der Gemeinschaft passiert. Es ist aber super viel Innenarbeit, für in so einen intensiven Prozess committed zu gehen, sich zu committen und da auch immer wieder regelmäßig zu erscheinen. Es ist ein ganz langer Prozess, der irgendwann da ist. Aber es braucht erstmal Leute, die Verantwortung übernehmen und die bei euch schon erinnern. Also war das schon auch bei euch so, dass ihr am Anfang das vorgegeben habt und dass es dann auch so eine Art Richtlinie war? Das heißt, jetzt haben wir zwei entschieden einfach, die Lokomotive und dann... Ja klar, also entschieden, wird ja daran erinnert und die Leute, die nicht kommen, immer wieder gefragt, hey, was willst du? Willst du Gemeinschaft? Weil das bedeutet, an anderen individuell Bedürfnisse stellen, auch mal Abstriche machen, was sie meistens nicht wollen. Mhm. Aber auf der anderen Seite schon, wir sind da sehr ambivalent. Ja. Und das ist immer wieder diesen Entscheidungsprozess von jedem zur Gemeinschaft zu fördern. Und jeder kann sich dagegen entscheiden, dass ich mitgehen möchte. Aber es ist wichtig, dass Leute sagen, aber wir sind die, die für Gemeinschaft gehen wollen. Das heißt, ihr könnt mitkommen, aber ihr müsst nicht. Aber wir haben Bock dazu. Das habt ihr schon mal eine Frage. Ja, das ist nämlich der Punkt, den ich vorhin meinte. Das ist wichtig für diesen Prozess. Ja, ist. Ist eine Ausrichtung. Wie geht es? Gibt irgendetwas Übergeordnetes, was über das wir sind eine Gemeinschaft, wir leben in einer Gemeinschaft hinausgeht. Und eine Frau, die ich sehr wertschätze, meine uralte Gestalttherapeutin, die lebt schon gar nicht mehr, die hat damals schon gesagt, ihre Erfahrung ist, dass Gemeinschaften, dass die Gemeinschaft überleben, die etwas Übergeordnetes haben, was über das pure Organisieren oder Leben des in einer Gemeinschaft hinausweist und etwas gibt nach außen hin an einigen Menschen, was jenseits ihres eigenen Gemeinschaft gibt. Also etwas, wovon die Welt drumherum einen Nutzen hat, egal welche Welt drumherum, welcher Bereich das ist, aber irgendetwas, wovon die Menschen genug in der Gemeinschaft sind, auch profitieren. Und das hat für mich sehr viel Sinn gemacht und das macht für mich heute auch noch in irgendeiner Form Sinn. Und dann, glaube ich, ist die Ausrichtung total wichtig, weil etwas Übergeordnetes, was größer ist als ich und wo und wir alle zusammen, wir 14 oder 30 oder 40, was größer ist als wir alle, denke, dass das unglaublich wichtig ist. Und da braucht es sicherlich Kompromisse und es müssen bestimmte Kompromisse gemacht werden, dass du sagst, wenn man das möchte in einer Gemeinschaft, kann nie Abstriche machen und das ist für mich das ein Konflikt. Gebe ich ein Stück Freiheit auf oder gehe ich mit meiner Freiheit und zahle dann den Preis des Einsamseins oder des Alleinseins oder wie auch immer. Das ist das, was ich vorhin wieder meinte mit den beiden Grundbedürfnissen, Zugehörigkeit und Autarkie. Ja, genau. Ja? Und nur weil wir in eine Gemeinschaft leben, heißt es ja nicht, dass dein Maß an Autarkie das gleiche ist wie meins. Ja, ja, dann kann eine Zugehörigkeit viel größer sein. Ja. Und wenn du dann natürlich noch einen Persönlichkeitsanteil drin hast, der sagt, organisieren, strukturieren oder sowas, das ist dein Ding, da kannst du wunderbar mit um. Herzlichen Glückwunsch, dann tu es für die Gemeinschaft an der Stelle. Und jeder muss sein Maß finden. Und da bin ich wieder bei dir mit der Akzeptanz, dass ich akzeptieren kann, dass du ein höheres Maß vielleicht in dem Bereich oder in einem anderen Bereich hast. Ja, das sind wir bei, ne? Der Freiheit. So. Wir sind das, genau. Bei der Freiheit. Das muss aber beachtet und auch kommuniziert werden an der klaren Stelle, weil sonst kommt nämlich das, was hier so ein bisschen durchklang. Einer macht den Vorreiter, der immer hinterher rennt. Ja, der verpulvert sich und wenn dann nicht klar kommuniziert wird, über und der andere sagt, du, aber ich habe viel mehr Bedürfnis an meinem Kram, ja gut, okay, da musst du für dich eine Entscheidung treffen, passt dein Maß hier in die Gemeinschaft ein oder kannst du dein Maß so weit verschieben, dass das für die Gemeinschaft und für dich okay ist, sodass man zu einem Kompromiss meint ist. Ne? So, das ist aber alles über Kommunikation gemacht. Wenn ich hier rede, wird dann passiert wie sowas. Einer verpulvert, der andere für dich nervt. Verpulvert ist down gegangen. Das war fest. Ich glaube, der war, also machst du. Ja, er war früher und dann machst du. Und da war es so, nur ein bisschen moderieren. Na, ich werde jetzt
Eckfahrt. Ich könnte es samorieren. Ich wollte mich nur kurz daran anschließen, kann ich dir nur zustimmen, es klingt alles gut, weil die Frage ist ja auch, was ist denn jetzt gerade das aktuelle Thema und was für gemeinsame Ziele können da ausgedrückt werden, dass wir da vorwärts kommen, dass wir, wie heißt, Kreatives daraus produzieren. Weil ich würde mir wünschen, dass wir was erschaffen. Nicht, dass das hier los erscheint. Ne? Also, das ist ja meistens das Problem, in die Handlung zu kommen. Ja, ja. Also auch die Selbstverantwortung, durch die Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung. Da ist gerade das, was Sie doch schon wissen. Aber um in die Handlung zu kommen, ich glaube, brauchst du manchmal Leute, die erstmal was in die Hand nehmen und die anderen bitten. Ja, yeah, aber wir leben ja auch in einer Regierung, in sozialen Gruppen. Und da was Positives in Verbindung mit der Politik da draußen, kann ja was aus dem Friedensprojekt entstehen, also dass wir wirklich den Frieden schaffen, obwohl die Medien uns was anderes präsentieren. Wir sagen ja, wir haben Krieg. Wenn wir jetzt den großen Ziel denken, also ich finde zwar, also bildungsorientiert klingt total schön, aber dann auch kleinschrittig. Wenn ich jetzt eine Gemeinschaft mitnehme, was brauche ich jetzt dafür? Was könnte jetzt heute, was finde ich heute, einen mini-Kleinschritt dafür machen, dass ich dahin komme, wo ich hingehe? Zum Beispiel Aufhang am schwarzen Bett. Oder jemand ansprechen, der jetzt der Plakat war oder was denn nicht. Ja, das wollte ich also kurz mal reingeben, damit das nicht in der Diskussion aushalte. Und dann wollte ich es mir jetzt nochmal sagen. Ich sag das jetzt einfach mal, ich habe ein Jahr lang im Weiß in Amerika gelebt als Clan und haben versucht, uns mit der Natur Mutter Erde hat den Herzschlag vorgegeben, wie wir gelebt haben. Das war der Punkt, dass wir überlegt haben, 7 Generationen im Voraus zu agieren mit jeder Entscheidung. Ich kann aus meiner Erfahrung heraus, wir waren wirklich so ein Haufen jetzt. Und stellt euch mal vor, wir waren jetzt rausgeschmissen, einer im Wald. Also ich habe niemanden ausgerennen. Und wir waren 40 Menschen. Und nach dem Jahr muss ich sagen, es ist schon nicht so. Also ich habe jetzt nicht so erfahren, dass alle gleich sind. Ich habe Gruppierungen ausmachen können von Menschen, die was besonders gut können. Ich bin in meine ursprüngliche Rolle reingefallen. Also ich bin eine Jägerin, fand ich meine auf der Jagd. Der Leiter von der Schule, der hat 3 so wesentliche Rollen ausgemacht. Im Clan, weil der mal mit Wölfen gelebt hat. Und hat gesagt, die Strukturen der Wölfe sind sehr ähnlich mit denen der Menschen. Und da gab es halt einmal die, die für das Wohlergehen des Clans im 1:1 wichtig waren. Das waren die Nurturer, die Nährsten. Die haben halt gesehen, wenn es einem nicht gut geht. Die haben gesehen, wenn waren meistens zuständig für die Kinder. Dann gab es welche, die waren unterwegs. Waren in der Perfumerie des Clans unterwegs, waren so Entdeckerwölfe, sage ich jetzt mal, Menschen, die halt unterwegs sein wollen, die Herausforderungen suchen, Neues wollen, die sich aber auch dann verteidigen vor den Clan stellen. Und die dritte Gruppe, das ist eine ganz simple Einteilung, da gibt es hunderte von Einteilungen, weil einfach die planen wollten. Die haben halt einfach überlegt und haben sich auch zu Tode diskutiert, easy und irgendwas sagen. Das war mir alles so blöd. Das ist auf meiner Position heraus. Die waren einfach dafür verantwortlich oder haben sie in die Rolle einfach reingekommen. Gar nicht eine Entscheidung. Du bist dann irgendwann mal da. Wenn du da draußen bist, da kommst du dahinter, was du eigentlich willst. Und die haben halt geplant, aber die haben sich den Überblick gehabt, was wäre jetzt für die ganze Gruppe. So. Und das ist das, was ich mitgenommen habe, was ich vielleicht auch in die Bibel hier reingeben möchte. Das ist alles, was ich mitbringe. Aus einem Jahr einer Naturhoffnung zu überlegen, wie wollen wir eigentlich. Ich habe dazu noch Fragen. Ja. Also, ich finde halt auch in dem Punkt sehr wichtig, dass wenn man in der Gemeinschaft lebt, dann halt auch sowas wie Kompass nutzt. Und das ist für mich so ein Kompass. Das gibt es auch schon in einer anderen Form, das nennt sich in der Kram-Theorie tatsächlich auch, wo es gehabt hat, was. Das ist so sehr spannend, dass du mit halt. Wie nennt sich das? Enneagramm. Diese neuen Energietypen sozusagen. Da gibt es diese
diese Dreierstruktur auch, Behandlungstyp, der Sachtyp und der Beziehungstyp. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und wenn man das mal erkannt hat und weiß, welche Rolle man in der Gemeinschaft, wie man in der Gemeinschaft wie fungieren kann, was für Fähigkeiten man kann und hat, und die Rollen dann richtig einzusetzen, darauf kommt es am Ende an. Fehlt. Jeder hat natürlich alle drei Rollen in sich. Ja. Nur eins. Ja, aber jeder ist ein Kaiserfaki. Jeder hat alles zur Verfügung. Aber man lebt vielleicht halt bestimmten Dingen lieber wie andere. So, doch andere Einteilungen auf die bestimmten Basketball-Alter, das sind dann Simulation, also Shooting Werken. Ich möchte dazu vielleicht noch sagen, wir sind von der Fingerspitze, von den Fingern bis hierher ums Feuerkopf, wir als Menschen, sage ich, entwicklungsgeschichtlich. Und nur das, was wir als Fingernägel haben, das ist diese Gesellschaft, die wir jetzt haben, mit Häusern und so weiter. Deswegen bin ich essentiell diese Erfahrung, die da war. Ja, also ich bin eher so jetzt die zweite Kategorie Wolf, Entdecker-Wolf, aber gleichzeitig auch Beschützer. Und ich will immer so spontane Situationen betrachten und schnell verstehen, was da passiert und dann sozusagen mit den richtigen Handgriffen oder Anweisungen dafür sorgen, dass es läuft sozusagen, dass es fließt. Und baue auch Dinge und sowas. Und meine Erfahrung ist halt, dass also meine Vorstellung von Gemeinschaft ist, dass ich erstmal lernen muss, wie das funktioniert. Das heißt, ich versteife mich darauf, jetzt eine Gemeinschaft aufzubauen, die lange hält, sondern immer kleine, punktuell Versuche machen, gucken, was passiert da. Und wenn es nicht mehr für mich passt, weitergehen und was Neues versuchen und wieder lernen. Und diese Erfahrung dann in andere Gemeinschaften, die es schon gibt, reintragen und schauen, dass ich da was harmonisieren kann. Das sehe ich als meine Aufgabe. Vielleicht hilft das jemandem. Und jetzt? In einer Zweiergemeinschaft. Also ich war in Michendorf bei Potsdam, gibt es zwei Gemeinschaften. Die eine ist extrem verschwörungstheoretisch, mit flacher Erde und so, das ist dann schon ein bisschen krass. Und der Inhaber ist auch sehr egoistisch und da habe ich nicht reingepasst, weil ich einfach zu viel gewollt habe und er hat sich gestört gefühlt. Bin ich also rausgeflogen, bin dann bei dem Bauleiter, der Lehmhäuser baut, gelandet und habe ihm sozusagen geholfen, aus seiner Depression rauszukommen und jetzt bauen wir zusammen seine Projekte weiter. Und da habe ich jetzt einen Platz gefunden, wo ich erstmal wirken kann, solange wie es funktioniert. Und wenn das vorbei ist, ist er glücklich, ich habe was gelernt, dann gehe ich weiter, vielleicht wieder zurück zu den Verschwörungstheoretikern. Ja, das finde ich, Lernen finde ich wichtig, ne? Also explorieren, rausfinden, was so geht. Ich denke mir, ich finde es auch wertvoll, dann weiterzugehen und zu lernen und weiterzugehen. Und ich denke mir aber genauso wertvoll ist es halt auch, einfach mal da zu bleiben. Auch wenn Konflikte sind und auch wenn Scheiße alles ist, einfach mal da sitzen zu bleiben und auszuhalten, was da ist. Das ist wirklich schwierig. Ja. Verschiedene Herangehensweise und ich denke mir, ich kann ja auch zum Beispiel Thema, wie kriege ich halt die Leute dazu, dass alle da hinkommen. Hier ist es super wichtig, dass sie die Gemeinschaftsbildung machen bei uns. Ja? Und ich kann aber niemanden zwingen. Da werde ich einfach unglücklich. Alles, was ich machen kann, ist ja, ich kann mich verändern, ich bete, also setze ich mich daneben und biete das an. Und dann werde ich auch das am Tag vorher noch mal sagen und wir treffen uns dann und dann. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann einfach nur auch. Das ist dann eigene Verantwortung. Wie meine Tochter leben. Die Alten können doch bleiben, dann die kennen die Jungen doch schon. Die haben doch schon alle Facetten gesehen. Da können die alle durchgehen, können mal sich ausprobieren und weiterziehen. Also die Jungen. Auch ja. Oder Alten. Ja. Die Alten bleiben. Die Alten bleiben. Die das können, können ja bleiben. Die Jungen, die sind dann halt mal aktiv. Ja, aber deine Rolle habe ich gerade so verstanden, als jemand, der inspiriert und Informationen übermittelt und wenn du fertig bist, siehst du euch. Handelt. Ja. Ja. Sozusagen, wenn ich nicht mehr gebraucht werde oder nicht mehr selbst aushalte oder wenn nicht die Konflikte zu groß werden, halt dann gehen, ja, weil sonst geht es halt nicht weiter. Ja, ich halte in dem Unternehmen ja auch nur maximal ein Jahr aus oder ein halbes Jahr, werde ich rausgeflogen, weil ich zu freigeistig bin. Mach ich jetzt. Okay. Warum allein zu? Ich möchte halt, bei mir habe ich erkannt, jetzt wird ja, ich möchte halt der Ort sein, an dem ich sein möchte. Ja, dann fand ich ja hier, völlig gerne auf dem Außen. Bist du halt da und bleib einfach da. Da muss ich mir aufs Ding gehen. Das ist, also, klingt so ein bisschen nach einer, der total wertvoll ist, warm, der weiter zu tragen und zu lernen, dann darf das halt nicht in den Club atmen. Der wird ja halt die Quelle dessen, was mir rauskommt. Ich kann ja nur bei mir sein, ist ja logisch. Ich muss dahin gehen, wo es für mich passt. Ne? Wenn ich mal sesshaft werde, bin ich halt sesshaft. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Das ist halt, was dran dran ist. Ne?
Die Frage, ob wir das dann vom Außen so abhängig machen, ne? Immer ob du dann vom Außen kastrust, damit du da bleiben kannst. Oder ob du in dir den Ort findest, wo du einfach bleiben willst. Und dann ist der Ort auf einmal egal, weil du ja. Na gut, aber wenn ich sozusagen abgestoßen werde vom Äußeren sozusagen und merke, das passt nicht für die anderen, dann geht es ja nichts, wenn ich dann bleibe und sage, ich ruhe jetzt hier und bleibe jetzt hier hinten, bis die anderen mich verbrüllen, wenn ich gleich sitzen. Ach ja, das ist Kommunikationssache und wie uns begegnen überhaupt nicht. Hat auch Bereitschaft von beiden Seiten, ja. Es ist wie in der Beziehung. Entweder man macht 100 Beziehungen oder 100 Ehen und merkt dann lernfähig und es mit 80 irgendwann die Fall auf, weil man keine neue mehr schafft. Oder man geht einmal durch und lernt. Und merkt, oder man merkt nach der zweiten oder dritten, dass es immer eigentlich das gleiche Problem ist, weil das Problem nimmt man mit. Das ist der Aber man aufhört, weiter zu ziehen und andere zu inspirieren. Das wird ja gar nicht mehr. Das Entwicklungsfeld ist ja nicht immer das gleiche, sondern das endet ja auch mal irgendwann. Man beginnt was Neues und entdeckt ein neues Entwicklungsfeld, was dann vielleicht mal vorankommt. Und dann ist das Alte, was nicht ging, wieder dran und bekommt einen Schub und so weiter. Dass man in einem Satz, dass man selber so oft vor einer Aufgabe stellt. Das wäre ein Seelweg. Löst die Bewältigung. Genau. Weil genau. Vorwegzurennen, löst das Problem nicht an der Wurzel. Also, wir sind, von hier aus sind wir auch durch, aber wir können gerne hier sitzen bleiben und einfach uns gegenseitig noch weiter austauschen. Ja, Bill. Ich habe auch eine kleine Wortmeldung. Ich sitze jetzt hier so. Wer war hier mit euch? Und so einfach so, hey, was nehme ich jetzt mit? Mega spannend, ne? Also ich höre, was ist wichtig? Eine Vision ist wichtig, Archetypen sind vielleicht wichtig. Jeder hat verschiedene Bedürfnisse. Jeder sagt, ich kenne das so, ich mache das so, ich denke das so. Aber, und dieses Aber ist ja genau das, im Kurs ist das so. Deshalb, ne, A und O. Und ich frage dich, Schatz, wir sind ja echt so unterschiedlich. Und dann kommen auch Emotionen mit rein. Aber ich habe das doch gar nicht so gemeint. Und ich frage mich echt, wie schaffen wir das, so vielfältige Menschen am Ende des Tages trotzdem zusammen? Also nicht zusammen jede Sekunde. Ja, andere und selbst miteinander frei sein lassen. Das Form. Genau, und diese Form ist ja, ich frage mich, da gibt es doch irgendwas aus. Bei dir jetzt ist das Obergeordnete, der andere sagt, ich brauche es eher in der Vision, ich brauche es eher als Soziales, als Gemeinschaft. Na, also, es gibt ja so verschiedene Formen. Es ist immer individuell, was denn steht. Genau, ja. Genau. Ich wünsche mir einfach nur in dem Moment so, zu sagen, hey, ja, es ist voll in Ordnung, was du sagst und du sagst und du sagst. Und ich sage, ich habe mich ja selber dabei erwischt heute. So. und das. Na, fragt sich, ist da irgendwas, und das ist ja eigentlich der Ding, ich habe übersetzt, dass wir den anderen so annehmen können, weil wir so unterschiedlich mit Traumata, mit Geschichten, Konditionierung etc. Bedürfnis. Ich denke so, oh, ich werde jetzt nicht mehr geliebt, weil ich das gesagt habe, oder? Aber ich meine, es auch so ein Recht haben, ne? Ja. Okay, und das war jetzt einfach nur so. Wie schaffen wir es? Ich glaube, dass wir sitzen bleiben. Dass wir einfach vor alle sitzen bleiben. Wir bleiben einfach sitzen und dann. Genau. Wir sind halt gerade alle hier. Und ich finde es super. Ich bin echt super dankbar für diese neuen Ergebnisse, fürs Menschsein einfach hier. So. Und ich lerne echt viel. Nur durch sein. Also, ich würde sagen, die Antwort, die gerade auf die Frage gegeben wurde, würde ich alle als winziges Puzzlestück annehmen. Es ist super komplex. Je intensiver eine Gemeinschaft, desto komplexer ist es. Also, Ganzheitlichkeit in all ihren Dimensionen ist wichtig. Und das ist ein riesiges Konstrukt, ein Puzzleteil. Und deswegen ist es auch so schwierig, Gemeinschaft zusammenzukriegen, weil du brauchst super viel Wissen, Fähigkeit, Tools. Das ist ein riesen komplexes Ding. Und man braucht eine riesige Ganzheitlichkeit an Methoden, Konzepten, Ideen, Menschen und Visionen, wo es passt. Es ist super schwierig, aber es ist möglich. Ich bin mir absolut sicher. Und ich habe Bock daran zu forschen, wie es wirklich ganzheitlich gelingt für jeden und alles. Und ich glaube, es lohnt sich. Weil das Problem ist oft, dass wir gar nicht wissen, was Gemeinschaft mit uns macht, wenn wir wirklich in Gemeinschaft total sind. Wir kennen nur unsere individuellen Wege, wo wir unsere komplette Freiheit haben, wenn man das Freiheit nennen möchte. Und deswegen versuchen wir immer wieder zu flüchten, weil wir den Benefit von Gemeinschaft gar nicht wirklich kennen. Aber jeder, der mal länger in Gemeinschaft gelebt hat und weiß, was es für ein Glück, Kraft und Entwicklung in einem bewegt, wenn ihr das wissen würdet, würdet ihr nächste Woche alle in Gemeinschaft gehen, unheimlich unangenehm geilen Prozess machen.
Und gut, ich bin da, dass wir irgendwie, wir haben schon etwas erschaffen hier. Also ich konnte spüren, bis auf einen Stinkpunkt hat sich die Atmosphäre hier verändert. Die Luft hat sich verändert. Es wurde dichter. Es wurde dichter, als wäre etwas in uns zusammengerückt. Und als hätte diese Luft sich angeweichert und genährt. So habe ich den Frieden erlebt. Ich habe gedacht, ach gut, das ist ein Sprein. Also es, wir haben schon etwas verändert. Etwas zu passieren. So habe ich es da. Ich habe auch schon dreimal überlegt, ob ich aufstehen. Und ich raus in die Welt. Vielleicht kann ich dazu sagen, aber ich habe ja von mir der Chance zu sein. Und weil ich wollte ja auch ein bisschen was Neues hören und lernen oder vielleicht mitnehmen. Und es war schon für mich jetzt eine Herausforderung, wo ich gesehen habe. Und ich denke manchmal so, ich finde Gemeinschaften. Ich habe eine Freundin, die lebt in Berlin, in so einer biologischen Gemeinschaft. Finde ich super interessant. Ich finde es auch anstrengend. Also, wenn ich mir das Konzept anhöre, was die haben und Prozesse und ja, man muss das auch wollen, sich jeden Freitag zusammenzusetzen und klar, bei einem Termin oder irgendwas geht nicht, dass er nicht dran teilnehmen kann. Aber im Grunde da muss man schon wollen. Ja. Ein dieser Fall wird gemacht. Oder ein Volk. Das ist eine ökologische Wohngemeinschaft. Weiß ich, wie die heißt. Die Gemeinschaft, weißt du, wie meine Freundin heißt? Die ist Opernsängerin und die ist Olga. Ja, okay. Manch einer kennt sie ja vielleicht, keine Ahnung. Oder kommt aus der gleichen Wohngemeinschaft? Ja, aber ich fand es echt spannend, weil da ein Wochenende zu verbringen. Aber ich habe mir so ihre ganze Story da angehört und dachte, no, das ist ein bisschen ja. Also ich finde persönlich auch nochmal irgendwie wichtig, inwieweit ist eine Gemeinschaft offen für Menschen, also wie weit ist die Gemeinschaft quasi an ein bestimmtes Aufnahmekriterium oder dass du eine bestimmte Leistung quasi in die Gemeinschaft reinbringen muss, erfüllen muss. Und wie ist das quasi aufgegliedert? Also wie weit kann man auch schon in der Gemeinschaft aktiv sein, dass jemand zum Beispiel ja, als Workawayer oder als ökologisch dabei ist oder in einem anderen Aspekt dabei ist, ohne jetzt wirklich also verschiedene Arten von Commitments auf Grundlage. Wie ich auch noch von der Stelle, wo wir auch dran sind, die experimentieren und arbeiten. Und schauen, wie können wir noch mehr Menschen integrieren, ohne dass sie ihre komplette Freiheit aufgeben können. Was heißt Commitment? Entschuldigung, wo dann zum Bon. Ich bin mal ganz so, alles ist halt krimm. Wurde der Tutti. Die sind 6 frei. Okay. Ja. Den sollten wir für 6 feiern. Sorry, was heißt Commitment? Auf Deutsch oder Witz? Ja, genau. Eine Entscheidung zur Verbindlichkeit. Also, wie bei einer Beziehung auch, bei einer Partnerschaft. Ich möchte mit dir zusammen bauen. Zu deiner Frage, wie bringen wir das denn alles zusammen? Ich habe noch gedacht, auch ja, für den Moment war mit das schön, aber so generell muss er nicht mit jedem zusammen wohnen. Wichtig finde ich irgendwie den Respekt und die Kooperation auf gesellschaftlicher Ebene. Und das ist ein Griff, ich habe wie ganz viel und ganzheitliche Sachen. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht auch nicht. Also ich fand dieses ursprüngliche ein Jahr irgendwie in der Welt geben, war schön. Also eigentlich denke ich, auf alles Ding alles und die sind nur durch. Dieses System und die Gesellschaft, in der wir leben, so unglaublich konditioniert. Und das sich bewusst zu werden, indem man sich selbst einfach, indem man sich selbst beobachtet, mit dieser Konditionierung versucht, dann abzunehmen. Da glaube ich ganz viel Potenzial. Aber das macht der komplett. Ja. Ja, versuch das mal. Kann man halt auch. Eine Eigenheilung jetzt will, dass ich mich erstmal mit Text gewahrt, jetzt mit Donner schreibe und ich glaube nämlich auch, klar, Mirodel und Transette sind super wertvoll, aber können wertvoll sein, aber das will ich nicht im Kopf sind, sondern fühle ich mich da wirklich verbindend hier mit mir. Ich habe alles in mir, was ich brauche, um mit euch zu leben. Und habe dann mal mit Typ verlernt, wenn ich dich brauche. Und dann braucht es nicht so viel. Dann braucht es mich hier in meiner Präsenz und ich brauche
Und renn nicht vor Angst weg. Das glaube ich. Also zumindest sie hat irgendwas mit Ziel in der Gemeinschaft hat. Bei manchen Gemeinschaften klappt das, aber bei gewissen Gemeinschaften, oder nach Intensität der Gemeinschaft, oder wie stark, wie intensiv man zu einem Bier werden wird, klappt das irgendwann nicht mehr, glaube ich. Wer findet ihr diese Ziele? Wie diese, die Ausrichtung? Weil ich, das bin ich mal drin, weil wenn ich in eine Gemeinschaft gelegt habe, so, das warum, warum sind wir zusammen? Der eine hat dieses so und dann gehen das so. Wie habt ihr das gefunden? Ja, wir haben uns zusammengefunden. Also am besten am Anfang von der Gemeinschaft ist es wichtig, darüber zu reden, was die Ausrichtung, was die Vision ist. Das ist ganz wichtig, weil daran zerbrechen die meisten Gemeinschaften irgendwann auch hinterher, wenn es nicht klar ausgesprochen ist. Weil es ist irgendwo, wenn man dann irgendwo hin will, dann irgendwann ist es unangenehm. Es fordert viel Commitment, viel Verantwortung und da werden irgendwann Leute nicht mehr mitmachen wollen oder was Entspannteres oder eine Komfortzone errichten wollen. Wenn du dann keine Vision hast, dann kannst du dich auf die nicht berufen und die nicht ausrichten. Und die kann jede Gemeinschaft ja für sich individuell finden. Also das hat ja jeder von uns, hat ja irgendwie eine Idee oder Vision, wenn er in Gemeinschaft ist. Und wie kriegt ihr das zusammen? Ja, doch, die Alpha-Tiere, die... Es gibt ja einer, ihr kommt zusammen, hey, wir haben eine Ausrichtung. Und irgendeiner sagt, wir haben diese Ausrichtung. Mhm. Ist ein, einer fängt an, oder wie? Ich würde sagen, das ist alle zusammen, dass sie erstmal sagen, was ihre Vision ist. Und dann kann man ja gucken, wie man zusammenfindet. Also man wird es nicht so machen, dass jede Vision zusammenpasst. Irgendeiner will mehr und irgendeiner will weniger. Und da ist es dann nicht zwischen den ganzen Visionen, den Punkt zu finden. Mhm. Oder man sagt es schon von vornherein, wer anderes gibt eine ganz hohe Vision vor. Wir sagen, wir folgen dieser ganz hohen Vision und Leute können sich anschließen. Das gibt's auch. Und wie klappt das im Praktischen? Das kenne ich, aber wie klappt das bei euch im Praktischen? Diese Vision, ihr habt die, in die alle in der Gemeinschaft vertreten, diese Vision, dieses Warum, oder? Mal so, in manchen Phasen immer mal wieder nicht. Aber wir haben schon eine klare hohe Vision, dass wir immer weitergehen wollen. Daran erinnern wir uns an gewisse Punkte auch immer wieder. Und manche sind irgendwann im Zweifel und das ist okay. Und manche prüfen dann ihre Zweifel, ob sie da weitergehen können und im Notfall kann man ja dann auch wieder gehen. Aber so die Gesamtausrichtung der Gemeinschaft ist, dass halt die Vision nicht wieder gecuttet oder runtergebrochen wird, sondern dass die ganz hohe Vision steht auf jeden Fall und Leute dafür gehen. Okay, danke. Und die ganz hohe Vision ist spirituell oder wo sind wir? Ja. Welche Art? Dass wir... Entschuldige, ja, das ist eure Mission, oder? Also das ist ja die Frage, ist ja der Raum. Ja, vielleicht könnt ihr das nur ein Stichwort. Ich glaube, da waren jetzt andere Worte. Nur ein Stichwort. Ja, völlige, Stichwort. Ganzheitliche Heilung, Befreiung, Liebe. Ja. Welche Phasen der Gruppenbildung gibt es? Nach Gottfeld. Also es gibt, Gottfeld hat vier Phasen. Das heißt, es gibt erstmal die Pseudo-Gemeinschaft, dieses, wir treffen uns alle Sonntag Nachmittag zum Geburtstag und wir tun so, dass wir alles super gut verstehen wird und schweigen als Gruppe aus dem. Das könnte auch jetzt sein, sozusagen. Weißt du ja nicht. Also jetzt gerade ist auch in Berlin eine Fortbildung zum Thema bei Götz Brase. Ja, genau. Ich bin auch mit dem Ach so, ja. Mein Mentor. Ach so, okay, ja. Aber das könnte auch jetzt sein, diese erste Phase. Jetzt sind wir erstmal zusammenfinden. Das ist gut, dass wir hier sind. Das verbindet uns und... Diese Phase könnte auch auseinanderfallen. Ich finde, wir sind weiter. Ja, sind wir schon? Ich glaube schon. Also es ist ja auch super subjektiv. Also ich habe immer Film mit Götz da gesessen und Götz hat ein ganz anderes Empfinden als. Also wir haben ja unterschiedliche Empfindungen einfach. Der jeder Leute hat ein paar weiter noch Phasen. Danach, warte mal, danach kommt das Chaos. Das ist die Phase, wo dann Kinder seine Vision. Hier bin ich, ich habe die richtige Überzeugung und ich will jetzt aber dich belehren, dass ich das besser weiß. Jeder will jeden irgendwie bekehren und Hauptsache, wir müssen alle irgendwie eins sein. Wir akzeptieren die Unterschiede zwischen uns nicht. Und das zu überwinden aus dem Chaos, dann in die Lehre zu kommen, sich leer machen. Sich leer machen ist so, das hat Götz zum Beispiel ganz oft drin. Ja, also betont, dass es so wichtig ist, dass wir uns leer machen von allem, was wir nie konditioniert haben, festgestellt, formgefertigt haben, an Überzeugung, dass wir uns ganz unseren Geist noch leer machen und einfach in die Liebe kommen. Und dann ist die, der wahre Kern, also so Zwiebelschichten, der wahre Kern ist dann die Gemeinschaft, die authentische Gemeinschaft. Und das spürt man. Ich habe so einen Workshop bei Gönz gemacht, der wohnt auch in der Gemeinschaft bei Greenchen, wenn ich meine Zettel hat, da ist auch ein Flyer von ihm drin. Der macht so Workshops über den ganzen Wochenende. Du sitzt da von Freitag bis Sonntag und dann bist du da. Also du musst nicht, aber dann sitzt du da und dann ist es auch teilweise echt lange Stille und also es ist teilweise wieder schnappen. Es kommt halt auch wieder auf mich, wie du da reingehst. Welche Phase bist du oder ihr?
Ich hab, also wir haben auch eine Gruppe, die sich auch für den Workshop am Wochenende dann regelmäßig trifft. Aber da ich jetzt zwischen der Cordoba war und jetzt hier auch bin, und Freunde, ich bin da nicht so. Haut weiter. Ich glaube, ja, nee, das passt perfekt, weil ich wollte gerne die ganze Zeit. Deine Worte, gerne das gehört, weil die ist. Auf die Chance. Und ich wollte noch sagen, bevor ich heute gehen, ich habe ja auch noch so ein paar Zwampen, so falls man was mitnehmen möchte, die liegen hier vorne. Oder bei mir im Stand. Kannst du nie mitnehmen? Gibt doch mal Bucke, kann sich jeder wegnehmen. Ja. Das sind nicht so viele. Ach so, deswegen. Es geht eigentlich Rumspeaking, was ganz voll Begeisterung, ich spreche auch gerade eben wieder von Scott Beck. Mhm. Eigentlich würde ich davon wirklich mal ein bisschen was hören wollen. Mhm. Vielleicht, dass du mal vorstellst, was dir persönlich wichtig war, was du gebrannt hast da drin in dem Buch, und das weg ein bisschen, das würde mir. Ich habe tatsächlich vor der Zeit, würde ich seit Ruhe Kinderbereich sein möchte. Ja, kurz so. An meinem Stand habe ich so eine Stunde Zusammenfassung. Wann bist du denn wieder an deinem Stand? Nach dem Theater, heute Abend bin ich an einem Stand, da ist sowas und morgen ist Bettzeit. Und dann liegt auch so eine laminierte Folie aus oder zwei zu dem Buch und das Buch gibt es auch, weil wir da noch bei uns sind. Aber wir rennen da. Wenn ich da vor der Ausstellung ist. Wo ist denn dein Stand? Da neben der Healing Area. In Verbindung. Und da hängen so Windeln. Also nicht von den Windeln irritieren lassen. Schief. Dann ich habe ja knapp, dass ich zusammen bin. Bevor wir uns jetzt hier auflösen, also ich gehe später zu so einem Film vor. Ich bedanke mich bei euch allen für eure Offenheit und für euer Dasein. Das war super schön. Danke. Okay.